rein, es ist offen. Gott, befriedigst du die Bette? Kommst du, Gottelli? Schau da, Frau Iseli. Ist eine heitere Fahne das. Aber jetzt fassen überlaufen wie der Morgen, du. Moment, Frau Schruppatelli. Iseli? Lassen Sie, Frau Iseli. Falls Sie Frau Schruppatelli sehen, sagen Sie ihre Nummer. Wir sind hier in der Schweiz. Moment. Wir sind hier in der Schweiz, Frau Schruppatelli. Geht du auch spinnen? Nein, Frau Pfund ist am Telefon. Sage Frau Pfund, muss also nicht Tupfel schiessen. Moment. Der soll da nicht Tupfel schiessen. Ja, Pfeifendeckel. Moment. Pfeifendeckel. Fertige Kabisse, Kackelar. Das kenne ich jetzt noch nicht. Kabis, Kakalari! Bullshit! Genau! Könnt ihr mir vielleicht mal... Nicht mit mir das! Moment! Frau Schruppatelli, könnt ihr mir vielleicht mal... Ja, ich eigentlich nicht wollen vorgehen. Entschuldigung! Um was geht's da eigentlich? Komm! Schau du! Wo ist Huseli? Huseli ist gut. Ist für den Meiseli, den Spatzeli, den Drosseli, den Amseli. Aber Frau Pfund hätte alle die Gemeindeverwaltung reklamieren. Amtliche Verfügung. Das unrechtmäßig realisierte Bauprojekt muss deshalb umgehend abgebrochen werden. Fortgeschmissen wegen reklamieren Pfund. Ist ja nicht normal, oder? Moment, Frau Schruppatelli, wir sind hier in der Schweiz. Da kann man nicht einfach ein ganzes Gartenhaus zum Balkon aushängen. Da muss alles seine Ordnung haben. Aber keine Angst, ich gehe auf das Amt und erledige das für euch. Das ist eine kleine Sache. Und dann nehmen wir die Abkürzung. Iseli, hört, im Moment ist nicht ganz so günstig. Ja. Grüß euch. Ich habe hier einen Brief vom Hochbauamt und hätte ein paar Fragen dazu. Wenn die dich zuerst würdet anmelden, bitte. Gemeindeverwaltung Bläsi, grüezi. Sorry, Susi. Nein, du sagst. Nein, du sagst. Ja, nein, du sagst. Susi, du sagst. Ja, nein. Excuse, ich habe da nicht ewig Zeit. Ja, nein. Los, wir können nachher noch ein bisschen plaudern, gell? Ich rufe zurück. Sorry, Susi. Das Hochbauamt ist im ersten Stock ganz... Moment, bitte. Gemeindeverwaltung Bläsi, grüezi. Der Herr Bötticker von der Einwohnerkontrolle. Moment bitte. Herr Bötticker, das ist ein Herr Losli. Oh, Sie sind der Herr Bösiger vom Gesundheitsdepartement. Moment bitte. Herr Losli, würde Sie Ihnen etwas ausmachen mit dem Herr Bösiger vom Gesundheitsdepartement? Aha. Sie sind Frau Moser vom Arbeitsamt. Nein, ich habe gerade keinen Tipp für euch, aber ich habe den falschen Knopf. Moment, bitte. Herr Bötticker, sind Sie jetzt nicht mit dem Herr Losli verbunden? Sie sind mit der Frau Moser verbunden. Wenn aber keinen
Moment, bitte. Hören Sie, Frau Moser. Ah, Herr Losli. Hören Sie, Herr Losli. Die Situation ist folgende. Mit dem Herrn Bütiker wird das heute nicht, aber wenn Sie wollen, könnt ihr mit der Frau Moser ein Kaffee gucken. Eher weniger. Ja. Ja. Sie läutet später wieder an. Sehr schön. Auf Wiedersehen. So. Sie kommen wegen der Postverlängerung, gell? Nein, ich habe da einen Brief vom Hochbauamt. Ah ja. Erster Stock, Büro 17. Merci. Hallo. Das macht 20 Franken, bitte. Für was? Anmeldegebühr. Also. Frau Dings, Frau Hugi Dingsbo. Excuse, ich suche da etwas. Was sucht das Standesamt? Nein, das Straßenverkehrsamt. Schau da sieben. Tut mir leid. Grüß euch. Iseli. Am 5.10. Der hat hier ein Schreiben geschickt. Kennzahl. 17-328-9. Ja, das ist gestern raus. Richtig. Sie haben die Aufstockung von der Tuyahaghöhe um 30 cm beantragt. Das ist 16-238-3. 17-328-9 ist das Vogelhaus. Ah, richtig. Reklamation Pfund. Jetzt ist es ja so, dass laut Paragraph 27 bis Gemeindeverordnung über die Fassadengestaltung. Natürlich insbesondere Abschnitt 4. Richtig. Was sagen Sie da dazu? Eben. Ja, es kann doch nicht einfach jeder, wie er will. Wie würde das aussehen? Im Vogelhaussegment akzeptieren wir nur noch EU-Normen. Das heisst also, eine vertikale Kantenlänge von höchstens 35 cm und eine Durchmesserlimite von 5 cm beim Vogel-Eifelstutzen. Was für ein Stutzen? Das ist dort, wo der Vogel reingeht. Richtig. Und was heisst jetzt das alles?